Grüße euch zum Frauenwochenorakel vom 21. bis zum 27. September 2015. Es kommt deswegen früher, da ich ja operiert werden muss. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob ich am Wochenende da bin oder nicht. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, das Wochenorakel für die kommende Woche jetzt schon zu machen. Okay, dann habe ich hier drei Engel ausgewählt diesmal. Es ist leider ein bisschen schwierig für mich, herumzulaufen und Steine zu holen. Ja. Dürft ihr euch in Ruhe einen Engel aussuchen. In der Zeit sage ich euch erstmal die Kraftkarte, das ist das Kaninchen. Verstecke oder leugne nicht deine Ängste, sondern sieh dir an, damit du sie verstehen und als Bilder aus der Vergangenheit loslassen kannst. Mut bedeutet, die Angst anzunehmen. Okay, und die spirituelle Weisheitskarte. Ich weiß, dass ich die Realität erschaffen kann, die ich möchte. Diese neue Überzeugung wird stets größer werden, je mehr Erfolg du erzielen wirst. Sei dir sicher, dass du in diesem Moment alles in dir darauf ausrichtest, dass sich in deinem Leben das zeigt, was du brauchst. Konzentriere dich aber vor allem auf die Sehnsucht in deinem Herzen und werde dir bewusst, dass es sinnlos ist, Realitäten, die dir keine Freude bescheren, erschaffen zu wollen. Okay. Lege ich mal auf die Seite. Dann würde ich auch schon mit der ersten Karte anfangen. Okay, ja, nicht bewegen. Hätten wir die erste Göttinnenkarte. Das ist Oya, die Veränderung. Meine Wege sind tiefgründig, stets gegenwärtig, immer in Bewegung. Ich arbeite mit Drama. Lass es donnern und blitzen und rauschen. Kehr alles von unten nach oben. Ich arbeite im Hintergrund, schiebe dich und schubse dich. Verschleiße und erschöpfe dich. Ich wirble und beutle dich. Ich spritz dich voll und drück dich platt. Ich ersetz dich und wiege dich. Ich mache den Weg frei für das, was kommt. Und kann zierlich sein und von überwältigender Fülle. Kurz oder von Dauer. Aufbrüllend
oder auf Wallend. Es gibt keinen Weg an mir vorbei. Mythologie. In den Yoruba in Afrika ist Oya die Göttin des Wetters. Ihr werden vor allem Tornados, Gewitter, zerstörerische Regenstürme und das Feuer zugeordnet. Sie stehen aber auch für weibliche Führungskraft, bezwingenden Charme und Wandlung. In Brasilien ist sie eine der mächtigsten Macumba-Göttinnen. Sie wird zu Hilfe gerufen, wenn sich Frauen in schwer zu lösenden Konfliktsituationen befinden. Auf der Abbildung trägt sie ein Gewand in ihrer Lieblingsfarbe, Weinrot. Sie deutet auf 9 Wirbelstürme. Die 9 ist ihre heilige Zahl und ihr Turban, dessen Enden so gedreht sind, dass sie wie Büffelhörner aussehen, erinnern an die Legende, die erzählt, wie sie bei der Hochzeit mit Ogun in Gestalt eines Büffels annahm. Bedeutung. Oya stürmt in dein Leben und verkündet dir, dass eine große Veränderung nach dir ruft, die dich lockt, dich hartnäckig auf deiner Türschwelle niedergelassen hat. Um auf deinem Weg zur Ganzheit weiterzukommen, musst du den Wandel zu einem Teil deines Lebens machen. Warst du in letzter Zeit zu beschäftigt, zu gestresst, um für dich notwendige Veränderungen anzustreben? Oder ist die Vorstellung von tiefgreifender Verwandlung für dich mit Angst besetzt, sodass du sie weder zur Seite schiebst oder mit ihr Verstecken spielst, sie ignorierst? Hast du dein Leben so perfekt eingerichtet, dass für neue Möglichkeiten einfach kein Platz mehr übrig ist? Jetzt ist Zeit für Veränderung, Zeit, den Besen zu schwingen und auszukehren, aufzuwischen und sich davon fegen zu lassen. Vielleicht bist du gerade selbst mitten in einem Wechsel, in den Wechseljahren und hast große Schwierigkeiten, damit umzugehen. Jeder Widerstand gegen notwendige Veränderungen löst nur noch schmerzhaftere und tiefgreifendere Verwandlungsprozesse aus. Wenn du dich dafür entscheidest, einfach mit dem Wechsel zu tanzen, wird alles leichter, weil du mit ihm fließen kannst. Betrachte diese Phase der Ungewissheit und des Umsturzes als eine wertvolle Zeit für dein Wachstum. Geh tief hinein in den chaotischen Tanz der Veränderung und du wirst reich gesegnet. Mit einer Fülle neuer Möglichkeiten daraus hervorgehen. Etwas vollkommen Neues und anderes will in dein Leben kommen. Deshalb erinnert dich, Oya, daran, dass jeder Boden, bevor etwas gepflanzt werden kann, zuerst umgegraben werden muss. Jede Veränderung bringt genau das in dein Leben, was du auf deinem Weg zur Ganzheit am dringendsten benötigst. Erlaube dir zu empfangen. Lasse andere liebevoll für dich sorgen. Nimm es an, ohne Schuldgefühle oder Entschuldigungen. Ja, lass dich auch mal bemuttern. Ist doch auch ganz angenehm. Du gibst und hilfst anderen auf so viele Arten. Die meiste Zeit macht dir das Geben auch wirklich Freude. Doch wenn du anderen erlaubst, dir etwas zu geben, macht es ihnen auch Freude. Jedes Mal, wenn du etwas anmutig annimmst, schenkst du dem Geber auch etwas.
Im Empfangen erholst du dich und gleichst die männlichen und weiblichen Energien in dir und um dich herum aus. Wenn du dir erlaubst zu empfangen, schwimmst du im Fluss des Lebens. Dieser Fluss spült alle Stagnation weg und lässt neue Fülle, kreative Ideen und alle möglichen Gelegenheiten auf dich zufließen. Selbst das einfachste Annehmen ist Heilung und ein machtvoller Schritt im Manifestationsprozess. So, da habe ich mir gedacht, die Weisheitskarte als, ja, berufliche Karte. Neues Leben. Wow, passt richtig mit der Veränderung und auch mal sich öffnen und annehmen. Ja, ist so, wenn du für deine Kinder viel getan hast oder auch mal für die Enkel. Und dann wird es Zeit, ach, auch mal die Füße hochzulegen und so, ja, danke, dass du mir das Geschirr wegräumst. Etwas Schönes nimmt jetzt in deinem Leben lebendig Gestalt an. Kannst du, wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, erkennen, wie du dich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hast? Vielleicht hast du mehrfach deine alte Haut abgestreift und zu einer neuen Identität gefunden oder doch zumindest eine reifere Vorstellung von dir selbst und der Welt, in der du lebst, gewonnen. Du weißt, dass die Dinge Zeit brauchen und das göttliche Zeitmaß wird sich kaum je mit dem Decken. Diese Karte ist ein Hinweis darauf, dass sich für dich ein lang gehegter Traum mit Leben zu füllen beginnt. Versuche aber nicht, ihm dabei ständig zu soufflieren und ihn in eine dir erwünschte Form zu bringen. Das göttliche Prinzip kennt die bestmögliche Realisierung deines Traums. Und damit könnte sich dein Leben besser gestalten, als du selbst jemals ahnen kannst. Jetzt ist die Zeit, Respekt und Ehrfurcht zu beweisen. Lasse zu, dass die Konturen deines Wegens von göttlicher Hand gezogen werden. Alles, was du tun musst, ist dich zur rechten Zeit auf ihn einzufinden. Hey, vielleicht einen neuen Start ins neue Berufsleben, ein neuer Job. Sollen wir mal gucken, was die Liebe dazu sagt. Was sagt die Liebe? Oh. Jetzt habe ich hier so neue Herzkarten, die haben mir so gut, besonders gut gefallen. Und ja, schauen wir mal. Hast du eine Frage? Deine Antwort lautet ja. Okay, dann haben wir noch Lake Maiden. Die Karte zeigt eine Fee, die aus einem stillen See emporsteigt und ein glänzendes Schwert in der Hand hält. Im Hintergrund sieht man einen Wasserfall, im Vordergrund gelbe Wasserlilien, die das Ufer säumen. Die Herrin des Sees gebietet über tiefe Geheimnisse und die Magie des Feenreiches. Sie enthüllt ihnen, dass es eine verborgene Kraft in ihrem Leben gibt, die sie schützt und leitet und ihnen die notwendigen Werkzeuge zur Hand gibt, damit sie Erfolg haben können. Wow.
Kommen wir zum zweiten Orakel. Oh, Blodeuwedd, der Verrat. Aus Blumen wurde ich gezeugt, geschaffen zum Vergnügen. Lev, lev, jivis, ward ich zur Frau gegeben. Wir waren glücklich und verbrachten viele Stunden beim Liebesspiele, bis er eines Morgens fortzog zum Hof des höchsten Königs. Am gleichen Tag kam ein anderer des Wegs, und es war er, den ich begehrte. Seine Liebkosungen waren süßer, seine Männlichkeit stärker, und er versprach, mich niemals zu verlassen. Ich konnte ohne ihn nicht leben. Gemeinsam besiegelten wir den Tod meines Gatten, und ein Jahr später wurde es zur Tat. Obwohl wir glaubten, wir hätten Lev getötet, kehrt er das Jahr darauf zurück und brachte meinen Liebsten ums Leben. Ich rannte weg und wollte flüchten, aber die donnernden Hufe meiner Verfolger holten mich ein. Der Zauberer, der aus Blumen mich zur Frau gewandelt, verwandelte mich nun von einer Frau zur Eule. Das war die Strafe für meinen Verrat. Die walisische Erdgöttin Blodeuwedd wurde zum Lugnasad-Fest mit dem Sonnengott Lev Lev Gyves, in Klammer Luk, verheiratet. Ihr Name ist mit Treuebruch und Verrat verbunden, weil sie ihren Ehemann mit großer List ermordete. Die Prophezeiung sagte, dass Lev nur sterben könne, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien. Er müsse am Ufer eines Flusses unter einem strohgedeckten Dach über einem großen Kessel stehen und noch dazu mit einem Bein einen Hirsch berühren. Blodeuwedd brachte ihn dazu, genau diese Position einzunehmen, und tötete ihn dann mit Hilfe ihres Liebsten. Genau betrachtet geht es bei dieser Geschichte um archetypische Kräfte. Blodeuwedd verkörpert die unersättliche Erdgöttin, die gierig das Blut des heiligen Königs sucht, um ihre Erde zu befruchten. Bedeutung der Karte. Blodeuwedds durchdringender Ruf ertönt in deinem Leben, um dich vor einem Treuebruch zu warnen. Auf welche Weise hast du mit Verrat und Untreue zu tun? Hast du Probleme damit, vertrauenswürdige Freunde, Partner oder Mitarbeiter zu finden? Wird deine Freundlichkeit, Fürsorge und Loyalität gegenüber anderen häufig nicht gewürdigt? Und du erfährst als Gegenleistung Verrat und Treulosigkeit? Hast du einen anderen Menschen in die Irre geführt, um deinen eigenen Vorteil zu sichern? Blodeuwedd sagt, dass es nun auf deinem Weg zur Ganzheit nötig ist, der Frage ins Auge zu sehen. Wie habe ich mich selbst betrogen? Denn jeder Betrug hat seine Wurzeln im Selbstbetrug. Freundschaft. Verabrede dich, um einen Tag mit einer Freundin oder Freunden zu spielen. Auch wenn viele Verantwortung auf deinen Schultern lastet, ist es wichtig, dir Zeit zu nehmen, um mit Freunden zu spielen. Wenn du diese Karte gezogen hast, wirst du aufgefordert, dich mal wieder zu verabreden oder loszugehen, dich mit einem Freund oder einer Freundin zu amüsieren.
Egal, ob es sich dabei um eine neue Bekanntschaft oder eine alte Freundschaft handelt. Es ist wichtig, dass du etwas Zeit für freundschaftliches Beisammensein und Vergnügen frei machst. Wenn du spielst und lachst, öffnest du dich für einen Strom heilender Liebe. Freude erinnern dich daran, liebenswert du bist. Sie unterstützen dich auch, ohne etwas dafür zu erwarten. Spiel simuliert die Kreativität und dadurch kehrst du dann mit neuer Perspektive und erfrischender Energie zu deinen Verantwortlichkeiten zurück. Und sag dir, ich habe jetzt wundervolle Freunde und freie Zeit, um mit ihnen vergnügliche Dinge zu unternehmen. Hört sich gut an. So. Beruflich. Das Bewahren des Schatzes. Du bist stets beschützt und unter göttlicher Führung. Obwohl dies eine Zeit ist, die große Risiken birgt, kannst du auf einer tiefer liegenden Ebene doch sicher und in Geborgenheit voranschreiten. Bei allem Auf und Ab in der Welt gibt es ein Fundament, das dich sicher trägt. Schutzengel und andere wohlgesinnte Wesen begleiten dich und flüstern dir zu, sodass du ihre schützenden Anwesenheit gewahr wirst. Realität ist für dich jetzt ein wichtiges Thema. Pflege, was dir lieb und teuer ist. Das ist ein guter Zeitpunkt, um die Bande der Freundschaft zu festigen und sich ihrer Unversehrtheit zu vergewissern. Wenn du jetzt das Gefühl hast, auf die Probe gestellt zu sein, wisse, dass ein treues und ergebenes Herz immer sein Ziel findet. Begib dich unter die Fittiche eines Engels. Du bist nicht allein und hast keinen Grund, dich zu fürchten. Nur Mut. Die Liebeskarte, was möchte sie uns sagen? Allein die Zeit wird es zeigen. Und die eine, oh, geht's wieder auf den Vollmond zu. Ja, doch, ne? Eine liebliche Fee sitzt an einem strahlenden Sommertag am Fuß eines Feenhügels. Wenn die Fee eine aufrecht in ihren Karten erscheint, so verspricht sie Harmonie, neue romantische Beziehungen, Ehe, gegenseitige Verpflichtungen, Freundschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit. Kommen wir zur dritten Lesung. Schauen wir mal, welche Göttin wir hier haben. Die Sphinx, die Herausforderung.
Wenn ich dir eine Frage stelle, die dich trifft, wirst du dich bemühen, die Antwort zu finden? Wirst du meinen geworfenen Federhandschuh aufnehmen, kühn, und trotzdem Ruf folgen? Trotzend dem Ruf folgen? Wirst du dich meine Herausforderung stellen, mit Feuer im Blut, mit wehendem Haar und mit deinem ganzen Sein? Weil du weißt, dass jede Herausforderung eine Gelegenheit ist, dass jede Herausforderung ein Geschenk enthält, dass jede Herausforderung dir zu Diensten ist oder auch nicht. Die Wahl liegt bei dir. Mythologie. In der griechischen Mythologie erscheint die Sphinx als das Ungeheuer mit dem Kopf und den Brüsten einer Frau, dem Körper eines Hundes, den Tatzen eines Löwen, Flügel eines Adlers und dem Schwanz einer Schlange, das Ödipus verhöhnte. Im alten Ägypten verkörperte sie den Nil und seinen Jahresrhythmus. Sie war auch eine Erscheinungsform von Hathor, der Göttin der Geburt und des Todes. Die Sphinx von Ägypten war die Wächterin des Horizontes und des Sonnenauf- und Untergangs. Sie besagt die Schlüssel zu den Toren der Weisheit. Auf dem Pfad zur tiefen Erkenntnis mussten Initianten, die von der Sphinx gestellten Herausforderungen meistern. Sphinx wird dich nicht vorbeilassen, bis du auf ihre Herausforderung reagiert hast. Ich frage dich, wie kannst du eine schwierige Situation meistern und dabei in all deinen Lebensbereichen wachsen und gewinnen? Du kannst dich von einer Prüfung herunterziehen, niederdrücken und besiegen lassen. Aber wie wäre es, wenn du die gewaltige Energie einer solchen Herausforderung aufnimmst und sie nutzt, um dich von ihr stärken zu lassen? Bist du bisher vor jeder schwierigen Situation davongerannt und merkst nun, dass du weder die Kraft noch die Energie entwickelt hast, bei Schwierigkeiten Standvermögen zu zeigen? Vielleicht ist es leichter, Herausforderungen aus dem Weg zu gehen und in ein Verhalten zu verharren, das dir die Beschränkung deines Selbstausdrucks auferlegt. Oder du betrachtest dein Leben als völlig verfahren, was auch immer auf dich zutrifft. Jetzt kommt es darauf an, neue Wege für deinen Tanz mit Herausforderungen zu beschreiten. Die größte Herausforderung im Leben ist es, zu lernen, mit jeder Schwierigkeit und Prüfung fertig zu werden. Die Sphinx erinnert dich daran, wie wichtig es für dein Wachstum ist, deine Schwierigkeiten anzunehmen und ihnen ins Auge zu sehen. Selbstermächtigung. Verfügst über mehr Kraft, als du weißt. Traue dich, deine Kraft zu leben. Du bist sicher. Diese Karte bestätigt dir, dass deine innere Kraft nach Ausdruck verlangt. Du wirst diese Kraft angemessen nutzen. Es ist dir unmöglich, sie zu missbrauchen. Deine wahren Freunde und die Menschen, die dich wahrhaft lieben, werden sich freuen, wenn du deine Kraft wieder annimmst. Diese Karte bedeutet, dass du nicht mehr bereit bist, dich in irgendeiner Weise als Opfer zu betrachten. Es bedeutet auch, alle Anklagen gegen andere Menschen, Situationen und Umstände loszulassen. Wisse, dass du gleichzeitig stark und sanft sein kannst und dabei dennoch effektiv.
Wiederhole immer wieder, es ist sicher für mich, kraftvoll zu sein. Ich nehme meine gottgegebene Kraft an, im Dienste des Lichts und der Liebe, und dann genieße die Veränderungen um dich herum, anstatt dir Sorgen darum zu machen, was andere über dich denken könnten. Nutze deine Kraft, um diese Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Du sollst dich nie wieder unsicher oder befangen fühlen. Beruflich? Schauen wir mal rein. Zu Hause. Vielleicht bist du dann doch mehr zu Hause. Fühlst du dich wohl in deiner Haut und weißt, wo dein Platz ist? Die Zeichen stehen für dich jetzt auf Friede, Sicherheit, Geborgenheit, Zugehörigkeit und all die anderen Eigenschaften, die wir mit dem Begriff Zuhause verbinden. Diese Karte lädt dich dazu ein, das Gefühl zu erleben, in dir selbst getragen zu werden und dein Leben in Geborgenheit zu führen. Was auch immer um dich herum geschieht, jetzt ist die Zeit, dich nach einem Kreis gleichgesinnter Menschen umzusehen und auch nach einem einzelnen Menschen, der dir das Gefühl von Heimat gibt. Heimat bedeutet Liebe und Liebe. Umgib dich jetzt überall. Wie immer deine Frage lauten mag, du bist, wo du sein sollst und wirst großen Nutzen daraus ziehen. Auf deinem jetzigen Weg weiterzugehen, gleichgültig, wohin er führen mag, Heimat wird immer mit dir sein, denn sie ist in deinem eigenen Herzen. Ja, deine Liebeskarte. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. Schau mal. Fachan. Der Pilz. Er guckt so grimmig. Ich finde den aber irgendwie total süß. Die Karte zeigt einen merkwürdigen Schrat mit roter Kappe und nur mit einem, noch normalerweise zwei Organen. Also zum Beispiel einem Auge und einem Bein. Wenn der einzelgängerische Fachmann in Ihren Karten erscheint, so sollten Sie sich auch aus einer Situation heraushalten, um sich besser einschätzen zu können. Er warnt Sie vor überstürzten Handlungen. Hier geht es um einen zeitweiligen Rückzug von der Welt, um in der Isolation besser vorausschauen und planen zu können. Nutzen Sie die Zeit zur Meditation und Erkenntnissen, die tief aus dem Innern kommen. Vielleicht habt ihr noch eine Ja-Nein-Frage. Vielleicht, ja, nein, vielleicht. Da kurz überlegen.
Okay, ich löse auf. Das ist nein. Und jetzt? Das vielleicht. Und das ja. Okay. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Eine gute Gesundheit. Und dass es für uns alle bergauf geht. Tschüss.